Name ist Sabine Trommer. Ich bin im Fachdienst Gesundheit der Stadt Jena als Teamleiterin der Hygiene beschäftigt und ich koordiniere seit 5 Jahren das MRE-Netzwerk der Stadt Jena. In unserem MRE-Netzwerk arbeiten die verschiedenen Akteure der Patientenversorgung zusammen, unter anderem Vertreter des Universitätsklinikums, Vertreter eines niedergelassenen Labores in Jena, die Vertreter der ambulanten und stationären Pflege, Mitarbeiter des Gesundheitsamtes und Mitarbeiter der Rettungsdienste. Wir besprechen in unseren Netzwerksitzungen, die wir regelmäßig durchführen, die Probleme, die in unserer Stadt im Zusammenhang mit multiresistenten Erregern relevant sind und legen für uns lokal fest, welche Maßnahmen wir als Netzwerk ergreifen können, um die Weiterverbreitung von multiresistenten Erregern in Jena einzudämmen. Wir haben unter anderem einen Überleitungsbogen für den Kommunikationsaustausch der Akteure im Gesundheitssystem entwickelt. Wir haben einen Patientenflyer entwickelt, in dem Patienten und Angehörige aufgeklärt werden. Und wir verleihen als Netzwerk seit diesem Jahr ein sogenanntes Qualitätssiegel. Wir haben dafür Siegelkriterien festgelegt, die einen besonderen Schwerpunkt hinsichtlich der durchzuführenden Basishygienemaßnahmen haben. Alle Einrichtungen der Stadt Jena, die im medizinischen Bereich tätig sind, können sich für dieses Siegel bewerben. Und wenn die von uns erarbeiteten Siegelkriterien erfüllt sind, erhält die Einrichtung das Qualitätssiegel des MRE-Netzwerkes Jena. Mein Name ist Helke Dobermann. Ich arbeite als Krankenhaushygienikerin am Universitätsklinikum in Jena. Im Unterschied zu anderen Einrichtungen ist es am Krankenhaus so, dass man über die Basishygiene hinausgehend beim Umgang mit multiresistenten Erregern Maßnahmen ergreifen muss. Welche? Das ist abhängig von der Art des Erregers, von seinem Nachweisort und eben von der Abwehrkraft unserer Patienten. Diese differenzierten Maßnahmen fassen wir ja immer in unserer Kitteltaschenkarte zusammen. Und aufgrund der neuen Forschungs- und Studienergebnisse haben wir diese Karte jetzt wieder aktualisiert und wollten sie heute mit Ihnen besprechen. Mein Name ist Stefan Wüderer. Ich bin Facharzt für Mikrobiologie im Labor Biosensia Jena. Und bei uns im Labor erfolgt die kulturelle Diagnostik auf Erreger und eben gezielt auch auf multiresistente Erreger. Wenn die Probe bei uns im Labor angekommen ist, erfolgt die kulturelle Anlage auf den Kulturplatten und für multiresistente Erreger auf ganz speziellen kulturellen Medien. Nach der Anlage kommen die Platten in den Brutschrank und werden dort in der Regel über Nacht bebrütet und am nächsten Tage durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Labor abgelesen und ausgewertet. Dabei ist das Wachstum von multiresistenten Erregern auf diesen Platten besonders durch das bunte Wachstum gekennzeichnet, besonders deutlich zum Beispiel bei einer MRSA-Platte. Wenn wir im Labor einen entsprechenden positiven Nachweis multiresistenter Erreger haben, wird der Befund auch telefonisch übermittelt und durch mich dann auch der entsprechende einsendende Arzt beraten im Umgang mit den multiresistenten Erregern, aber auch mit Therapie, Sanierung oder im Umgang mit dem entsprechenden Überleitungsbogen. Mein Name ist Dirk Bögel. Ich bin Facharzt für Anästhesie und Innere Medizin und als hausärztlich tätiger Internist in der eigenen Praxis in Jena tätig. Der Hausarzt ist oftmals der erste Anlaufpunkt in der ambulanten Versorgung. Die Patienten sind unsicher, wie es weitergeht und müssen dementsprechend intensiv betreut werden. Man braucht viel Zeit für die Patienten, für eine sorgfältige Aufklärung. Sie müssen sozusagen an die Hand genommen werden, um eine kontinuierliche und gute Betreuung zu gewährleisten. Wichtig ist für den Praxisbetrieb wie auch für den Patienten die Einhaltung von basishygienischen Maßnahmen, wie Händedesinfektion, selbstverständlich Kittel tragen, Mundschutz und Handschuhe. Aber indikationsgerecht je nach Erreger. Ganz wichtig ist der Informationsaustausch, die Kommunikation zwischen den verschiedenen Einrichtungen im Gesundheitswesen. Hier kommt dem Überleitungsbogen eine ganz besondere Bedeutung bei.
Er legt die weiteren hygienischen Maßnahmen fest und die weiteren therapeutischen Möglichkeiten oder Notwendigkeiten, die beim Patienten durchgeführt werden müssen. Mein Name ist Lydia Klaus, ich arbeite im Vitana Seniorenzentrum im Saaletal. In unserer Einrichtung leben auch Bewohner mit einem multiresistenten Erreger. Und für uns ist es enorm wichtig, dass die Bewohner nicht in ihrer Lebensqualität dadurch eingeschränkt werden, sondern weiterhin eine soziale Teilhabe haben. Bei einem Nachweis von einem antibiotikaresistenten Erreger führen wir im Haus eine individuelle Risikoeinschätzung durch und legen die erforderlichen Hygienemaßnahmen fest.